MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Und ja, weiter geht es mit Sonderfahrzeuge-Simulator 2012. Und ich hoffe einfach inständig, dass es jetzt funktioniert. So, die Abrechnung haben wir ja schon, glaube ich, im letzten Part gemacht. Wenn nicht, tut es mir leid, weil die habe ich vorher gemacht. Und in dieser Zeit ist leider dieses verdammte Spiel abgestürzt. Und ich hoffe einfach, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt und es super funktioniert. So, wir nehmen mal den Auftrag an. Und so, durch ein Sonderangebot mit Flats TVs braucht der Elektronikmarkt Unterstützung bei der Lieferung. Liefern Sie die Geräte zwischen 8 und 18 Uhr aus. Okay, die Geräte sollen wir beim Lager abholen. Und ich hoffe mal, dass wir das auch hinkriegen. So, wir haben glatte 10 Stunden dafür Zeit, das sollte machbar sein. Und ich hoffe wirklich inständig, dass das Spiel jetzt endlich nicht mehr abstürzt. Ich finde es schade. Das Spiel ist eigentlich sehr gut sogar. Weil es macht Spaß. Der Inhalt ist ganz cool. Wie war das? Da war Motor starten. Das muss man dazwischendurch mal immer probieren. Moment, ich muss ganz kurz hier meinem Schatz antworten. So. Und dann schließen wir uns hier mal an. So. Und dann düsen wir direkt hier um die Ecke. Und Schützikowski. Wunderbar. Ist ein bisschen laut auf meinen Ohren irgendwie. Vorsichtig. So. Jetzt hoffe ich nur, dass wir nicht abstürzen, beziehungsweise das Spiel. So, jetzt fahren wir über die Schnellstraße zu dem Kunden, dann zu dem, dann zu den anderen. Ich weiß, dass das keine Autobahn ist. Ich finde es einfach nur cool, dass sowas da ist. Obwohl, wenn wir das machen, dann dauert das ja noch länger, sehe ich gerade. Machen wir nicht. Wir fahren jetzt einfach hier vorne links. Ah, wir fahren gar nicht. Ah, fuck. Jetzt muss ich kurz hier lang fahren. Ich habe die Pakete vergessen. Ist mir egal, dass ich 16 Kilometer zu schnell bin. Ah, komm, komm, komm. Wunderbar. Hier ist auch grün. Wunderbar. Das ist ja eine grüne Welle. So, wunderbar. So, alles einladen, was wir bekommen können. Einmal. Zack. Ach, ich mach's mir einfacher. Wofür gibt's denn die Seitentür, wenn wir sie nicht nutzen würden, ne? So, zack. Und zack. So, und das letzte Paket auch noch da rein. Das passt. Wunderbar. Türchen alle zu. Und ich hoffe, dass das Spiel weiterhin so gut läuft, wie es jetzt läuft. So, dann fahren wir jetzt geradeaus. Das Stück hier. Und dann... Und ich weiß immer noch nicht... Ja, wir benutzen die Straße vorne. Wir sind jetzt einmal hier. So. Und jetzt beeilen wir uns kurz. Hoppala. Aber cool war's. Ja, mittlerweile habe ich ja mit den Fahrschulen... mit den Fahrstunden angefangen und so weiter. Und es macht einfach tierisch Spaß, selber Auto zu fahren. Und von daher macht das natürlich im Simulator immer noch sehr viel Spaß. Bin mal so frech und überhol mal. Eieieiei, da gurgelt der Motor sich ein ab.
hab ich mich erschrocken. Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Alter Schwede. Alter Schwede. War das laut? War das laut? Was denn jetzt? Warum fährt der mir rein? Ah, ich bin da hinten gefahren. Ich stand hier auf der Bremse. Ups. Tut mir leid. War nicht extra. Hehe. Ja, wenn man da nicht drauf achtet, ne, dann fährt man den Leuten... Na super. Ihr seid mir Helden. So, der erste Kunde kriegt seinen Fernseher. Ich bezweifle, dass das Ding noch funktioniert, aber er ist der Erste, der ihn geliefert bekommt. So, Sprit sparen natürlich, Motor aus. So, bei der rasanten Fahrt muss der Fernseher eigentlich hier hinten parat liegen und das tut er auch zum Glück. Da. So, runter vom Gehweg. Da haben wir eh nichts dran verloren. So, jetzt zu dem Kunden, würde ich sagen, der genau gegenüber liegt. So, kurz hier rüber. Tut mir leid, war nicht extra. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Haben wir natürlich nicht, aber ist eine gute Ausrede dafür, so zu fahren. Und wir wurden zum ersten Mal geblitzt, das muss man dazu erwähnen. So. Zack. Einmal anhalten. Päckchen raus. Päckchen hinlegen. Das gilt als abgeliefert. Wunderbar. Einsteigen. Jetzt fahren wir am besten den ab, ne? Ja, machen wir so. So, damit wir was auch vom Auto sehen. Es ist zwar schade, weil ich finde die eine Ansicht ganz cool. Der Lieferservice, wir haben eine schlechte Bewertung bekommen, sage ich jetzt einfach mal. Und dafür muss ich jetzt hier die Pakete etwas schneller ausliefern, laut Chef. Und von daher müssen wir leider so fahren, wie wir fahren. Nämlich unter alle Sau, bis wir wieder eine gute Benotung in der Pünktlichkeit bekommen. So, anhalten. Nächstes TV-Gerät nehmen, die fallen ja hier praktischerweise so hin, dass man sie kriegt. Habt ihr gesehen? Ich habe den gerade weggetreten, den Fernseher. Das ist doch auch mal geil. Auch noch nie gesehen. Zack, ist er weg. Das ist cool. Das hat Stil. So. So, jetzt gucke ich. Da vorne komme ich nicht in die scheiß Einbahnstraße rein. Okay, da müssen wir... Okay, ich weiß, wie ich reinkomme. Zufällig. Oh. Ah, geht doch. Wunderbar. Ist ja nicht so, dass ich da nicht reinkommen wollte. Ah, da geht's nämlich rein. Sag ich doch. So, bevor ich da jetzt den ganzen Bogen drumherum fahre, mache ich einen auf den hier. Es tut mir höllisch leid. Aber ich muss kurz ein Paket ausliefern, Leute. Also beschwert euch nicht. Vielleicht wollt ihr auch irgendwann mal ein Flatscreen, also seid lieb zu mir. Vielleicht schenke ich euch einen. Dann mache ich so, schenke ich dir. Weißt du, und dann kannst du mitnehmen und tschüss. So einfach ist das, aber ihr wollt ja nicht. Ihr seid immer am Drängeln, ihr seid immer so aggressiv und von daher kriegt ihr nichts von mir. Pech gehabt. Pff. Zack, mit einem schönen Tritt nach vorne ins Ziel gekickt. Ja, die Leute warten natürlich jetzt gespannt darauf, dass es endlich weiter nach vorne geht, aber ich muss euch enttäuschen, es dauert nur ein bisschen. Ich bin noch nicht drinne. Moment. So, wunderbar. Ich bin schon weg. Ich bin schon gar nicht mehr da. Seht ihr? Weg ist der Herr. Also nicht meckern. Ah,
Kurve war doch meisterhaft genommen. Eigentlich müsste da nur noch DHL auf der Seite kleben und schon wäre ich der schnellste Lieferant von DHL, den es je gegeben hat. Hier fliegt alles rum. Moment. Die Schaltung von mir hier hat sich verabschiedet und wollte Richtung Boden sinken. Ja, ist okay. Chill. Was bist du für ein Auto? Auf dich soll ich hören. Tut mir leid. Also, irgendwie fehlt mir da was im Gehirn. Was? Woher kommt der Fahrzeugschaden? Also manche Schäden, ne, die muss man erstmal nachvollziehen können. So, wo haben wir den jetzt? Ah, das ist der ganz hinten, der Bewohner. Mit der Auffahrt hier vorne. Da ist die Auffahrt. Und hier wohnt er irgendwo. So. Der letzte TV zur Auslieferung. Dann haben wir die Mission sogar auch geschafft. Zack. Perfekt. Nein. Das stimmt fast noch nicht. Es ist ein neuer Auftrag verfügbar. Das ist gut. Heißt, muss beschnitten werden. Okay, dann machen wir das doch. Dazu haben wir jede Menge Zeit, das ist sehr gut. Weil wir sind dann noch wirklich am Arsch der Welt. So. Nicht rot werden. Glück gehabt. Das heißt, Moment mal, da ist der Baum, da ist der Shop. Okay, wir brauchen auf jeden Fall vom Büro aus bitte kein Strafzettel. Glück gehabt. Jetzt gehen wir mal Vollgas. Mal gucken, wie schnell die Karre fahren kann. Das ist der sechste Gang. Oh ja, da ist ordentlich was hinter. Ich wüsste nicht, was das gekostet hätte, weil wir so schnell gefahren sind. Dann ist mir doch lieber, dass ich über Rot gefahren bin, glaube ich. So, eine schöne Drehung. Da sieht einer an. Und Drehung komplett. Ah, so. Ist das schön. So, den Wagen brauchen wir nämlich jetzt nicht für diese Aufgabe. Wir brauchen nämlich das gute Stück. So, dann gucken wir mal, ob er auch noch fährt. Er hat nämlich nur noch 9 Liter Intus. Da war das. So, Moment. Jetzt gucke ich ganz kurz mal was nach. Die Abrechnung kann ich wahrscheinlich nur im Büro machen, ne? So, okay, wunderbar. Oh, gutes Augenmaß, ne? Also, soll mir keiner sagen, dass ich hier nicht messen konnte, dass ich da jetzt raus kann. Und gib Gummi, komm. Also voll eingeschlagen die Lenkung, dann bewegen wir uns im Schneckentempo. Das ist nicht so prickelnd. So.